PR-Lüge der Pharmaindustrie. Die Regierung lässt mit Flugzeugen Chemikalien auf uns sprühen, um uns zu vergiften. Und die Bundesrepublik ist in Wirklichkeit kein Staat, sondern eine Firma, gesteuert von den Siegermächten. Warum man in den Mainstream-Medien nichts davon hört? Weil die Presse von den USA kontrolliert wird. Oder war es Israel? Auf jeden Fall was mit Juden. Wer sind die Menschen, die im Internet abstruse Theorien verbreiten? Warum suchen sie ständig jemanden, der sie bedroht? Was sind die Mechanismen, die hinter Verschwörungstheorien stehen? Und was macht ihre Faszination aus? Mein Name ist Raik Anders und ich gehe dahin, wo es weh tut. In meiner YouTube-Show Armes Deutschland befasse ich mich seit langem mit Verschwörungstheorien und Vollidioten aller Art. Ich sehe es nicht ein, ihrem Unsinn unwidersprochen das Netz zu überlassen. Raik Anders hier mit einer Durchsage an die ganzen rechtsradikalen Volltrottel, die wir in Deutschland haben. Alarm! Alarm! Meinungsfreiheit in Deutschland abgeschafft. Oh mein Sarrazin. Raik Anders. In Wirklichkeit sei ich aber gekauft, sagen Leute, die es wissen müssen. Raik Anders ist eine Person, die erkannt hat, dass man sich das Leben in der Bundesrepublik Deutschland sehr leicht machen kann, wenn man im gleichen Takt wie alle anderen auch einfach mitsingt. Ich bin so moralisch und die Leute, Deutschen sind alle so doof und so dumm, bla bla bla. Das ist ja wirklich unerträglich. Weil er halt manipulieren möchte, ne? Und ein Deutschlandhasser ist. Das Netz ist voll mit jeder Art von Wahnsinn. Sie besitzen euch, sie besitzen alles, sie besitzen die wichtigen Teile des Landes, sie besitzen und... Chemtrails machen über 60% der neuen Weltordnung aus. Es gibt Tage, an denen mich der Irrsinn so nervt, dass ich überlege, ob ich nur meinen Laptop oder gleich mich selbst aus dem Fenster schmeißen soll. Die ganze Welt ist jetzt schon kontaminiert mit diesem Feinstaub. Hollywood war auch Vermittlungsstation verborgener Botschaften. Das Land ist nach wie vor von dieser Nichtregierungsorganisation besetzt. Warum findet sich im Netz für jede noch so abwegige Verschwörungstheorie ein Publikum? Viele Gerüchte bringen sie mit UFOs und Außerirdischen in Verbindung. Es gibt etwa unzählige Filme, die beweisen sollen, dass Politiker Reptilien-Aliens sind, weil ihre Pupillen auf besonders verschwommenen Videos manchmal länglich aussehen. Ich bin ein weibliches Reptilwesen, Angehörige einer sehr alten reptilartigen Rasse. Und wer möchte, kann sich auf YouTube stundenlang erklären lassen, warum die Welt in Wahrheit hohl ist. Alle Satellitenbilder und Laborversuche zeigen, die Erde ist hohl. Wie alle anderen Planeten auch. Fasst man alle Theorien zusammen, sieht die Welt aus der Sicht der Verschwörungstheoretiker ungefähr so aus. Die politischen Machthaber sind in Wahrheit außerirdische Reptilienwesen und Juden, jüdische Reptilien-Aliens. Gefährlich. Das wusste schon Adolf Hitler, der die Juden deshalb umbringen wollte, weil sie den Planeten erobern wollten. Der Holocaust war also nur Notwehr, hat aber in Wahrheit nie stattgefunden und wurde stattdessen von den Juden erfunden, um die Deutschen schlecht dastehen zu lassen. Die Nazis sind daraufhin nach dem Zweiten Weltkrieg, der aber eigentlich noch gar nicht zu Ende ist, mit selbstgebauten Reichsflugscheiben auf die dunkle Seite des Mondes geflüchtet. Was schon damals in den 40ern kinderleicht war, denn immerhin leben wir in einer Hohlwelt und der Mond ist in Wahrheit nicht 400.000, sondern nur 3.000 Kilometer entfernt. Was bedeutet, dass die Entfernung Mond-Erde geringer ist als von Berlin nach Gran Canaria. Die Mondlandung der Amerikaner hingegen, 2 Jahrzehnte später, war natürlich trotzdem technisch unmöglich und nur im Studio gefälscht. Die konkurrierenden Russen haben nur deshalb nichts gesagt, weil sie hinter unserem Rücken gemeinsam mit den USA arbeiten. Zusammen sprühen sie mit Flugzeugen Chemikalien auf uns, die uns langsam umbringen sollen. Aber Putin ist trotzdem der Beste. Wir sagen, damit muss Schluss sein. Ich möchte mit Verschwörungstheoretikern sprechen und wissen, was in ihren Köpfen vorgeht. Allerdings nicht ohne mehr Hintergründe. Ich treffe mich daher mit Deutschlands wahrscheinlich größtem Experten für Verschwörungstheorien, Dr. Sebastian Bartoszek. Der Psychologe hat einen Film über den legendären Verschwörungstheoretiker und Holocaustleugner Dr. Axel Stoll gedreht. Nukleartechnik, Flugschein, eine Zeitmaschine, reißdeutsche U-Boote. Und die Queen muss anklopfen, wenn sie da rein will.
Es ist non-konventionelle Physik. Skalare Haubitze. Wird alles gesteuert durch westliche Geheimdienste. Außerdem hat er seine Doktorarbeit über das Thema Verschwörungstheorien geschrieben. Laut Bartoschek ist die Anlage zu Verschwörungsglauben in jedem von uns vorhanden. Du suchst nach Merkmalen, die diese Theorien bestätigen. Du suchst vor allem nach Mustern, die irgendwie logisch erscheinen. Ich zeichne das mal eben auf. Wenn du jetzt vorstellst, dieses Rechteck hier, das soll irgendwas verdecken. Und dieses Irgendwas, das fängt da irgendwo an und geht hier irgendwie weiter. Und wenn ich dich jetzt darum bitten würde, zu sagen, wie geht es hinter dem Rechteck weiter, dann wirst du wahrscheinlich eine Linie ziehen, die gerade ist und so ein Kreuz formt. Es gibt überhaupt keinen Grund anzunehmen, dass es wirklich so ist. In Wirklichkeit könnte das Ganze irgendwie so verlaufen. Aber der menschliche Geist funktioniert eben so, dass wir die einfachsten Muster suchen und die Muster, die wir finden wollen. Beispiel Fußball. Pfeift der Schiedsrichter gegen das eigene Team, heißt es sofort, der Schiri ist gekauft. Soweit alles normal und menschlich. Doch bei manchen Menschen bleibt es nicht dabei. Also zu Beginn ist es so, dass wir unsere Weltsicht so ein bisschen erweitern. Wir nehmen irgendeine Sache wahr, die wir davon nicht wussten. Wir sehen auf einmal, huch, warum weht denn die Flagge da auf dem Mond, die die Amis mitgebracht haben? Da gibt es doch gar keinen Wind. Und dann wird die Weltsicht erstmal breiter. Ich suche neue Fakten, neue Theorien. Und dann suche ich aber irgendwann nur noch Fakten, die scheinbar meine Sicht zu bestätigen beginnen. Das Ganze wird immer enger. Und ab irgendeinem Punkt bin ich der Widerlegung nicht mehr zugänglich. Und dann bin ich eigentlich unwiderlegbar in diesem Verschwörungsglauben drin. Eine Verschwörungstheorie, die besonders beliebt ist, befasst sich mit sogenannten Chemtrails. Jetzt wird der Strahl ist hier gerade Flugzeug lang geflogen. Nein, gut. Also irgendwie stoppen die Leute hier. Die Chemtrail-Theorie besagt, dass Flugzeuge über unseren Köpfen Gifte versprühen. Und das Tag für Tag. Der Beweis? Flugzeuge ziehen beim Flug eine weiße Spur hinter sich her. Jetzt könnte man natürlich relativ langweilig sagen, Leute, es sind Kondensstreifen. Aber wenn es eine Sache gibt, die Verschwörungstheoretiker nicht leiden können, dann ist es Langeweile. Deshalb sind die total öden Kondensstreifen in ihrer Welt super gefährliche Chemiespuren, sogenannte Chemtrails, die im Geheimauftrag der Regierung versprüht werden. Das Ziel dahinter ist noch nicht ganz raus. Manche behaupten, damit wird Wettermanipulation betrieben, dass durch die Chemikalien Wolken erzeugt werden sollen, die das Sonnenlicht reflektieren, um den Klimawandel aufzuhalten. Was nebenbei bemerkt, so ziemlich der enttäuschendste böse Masterplan ist, den ich mir vorstellen kann. Sie wollen die Erderwärmung aufhalten. Monster, warum unternimmt denn niemand was? Aber manche machen dann doch etwas. Ich treffe mich mit einer dieser Widerstandskämpferinnen, Ria Den Breen. Sie organisiert den Berliner Ableger des Global March Against Chemtrails und hat sich dem Kampf gegen die Weltverschwörung verschrieben. Was ist Ihr persönlicher Hintergrund? Warum beschäftigen Sie sich mit Chemtrails und was genau machen Sie in dem Bereich? Ja, mein persönlicher Hintergrund ist eigentlich, dass ich ungefähr vor 10 Jahren also auf das Phänomen aufmerksam gemacht wurde. Ja, und dann habe ich mich dann mal wirklich also 3 Tage lang auf den Balkon gesetzt und habe also mit dem Fernglas also nur, nur geguckt, was da oben was sich da tut. Und ja, und dann habe ich also dann auch ganz schnell erkannt, dass da was dran ist. Also, dass das, also die haben da Gitter, also Tic-Tac-Toe, Schachbrettmuster haben die gezogen bis zum geht nicht mehr. Das ist psychologisch wunderbar. Ich brauche nur an den Himmel gucken mit der Überzeugung, dass da oben jetzt Kondensstreifen sind, die länger brauchen, um sich aufzulösen. Und dann werde ich das so wahrnehmen. Und das ist der ganze Zauber der Chemtrail-Verschwörungstheorie. Sie ist für jeden direkt beobachtbar. Man kann auf jeden Fall sagen, dass das Militär die hauptsächlich versprüht, um Krieg mit dem Wetter zu führen. Ja? Das ist also bekannt, das ist kein Geheimnis und also sagen wir mal so, wer das Wetter kontrolliert, der kontrolliert so ziemlich alles, der kontrolliert die Ernten, der kontrolliert die gesamte Erdbevölkerung, ja, ne? Jeder, der keine Basis von Land XY
im Land haben möchte, dem schickt man mal kurz eine dreijährige Dürre. Und schon ist er willig, um die Basis dann doch eben aufzunehmen, ne? Oder zu genehmigen. Ich traue den Militärs dieser Welt jede erdenkliche Grausamkeit zu. Aber wenn so eine Wunderwaffe existiert, wozu führt man dann noch normale Kriege? Und wenn das System Wetter als Waffe so verbreitet ist, wie Ria sagt, wie verhindert man eigentlich, dass eine Nation eine andere austrocknen will, aber die andere Nation als Gegenmittel einfach Regen schickt? Obwohl, wahrscheinlich ist das für Chemtrail-Anhänger eher der Beweis, warum so viel gesprüht wird. Die Effekte davon spüren die Leute schon jetzt. Im Internet berichten sie von den furchtbaren Folgen, sobald ein Flugzeug über sie hinwegfliegt. Ja gut, und dann muss man auch natürlich auch sagen, da werden also Nanopartikel versprüht. Die gehen, wie gesagt, die gehen ohne weiteres in jedes Lebewesen, jede Pflanze, in jedes sonst was hinein. Wir sind alle schon sozusagen lebende Antennen, ne, die rumrennen mit diesem ganzen Kram da quasi schon im Körper, ne, mit diesem hohen Alu- und sonst was Gehalt. Natürlich werden die gesundheitlichen Risiken der Chemtrails genau protokolliert. Zu den Symptomen zählten chronische Müdigkeit, Erschöpfung, Nasenbluten, Atemnot, Halsschmerzen, Bindehautentzündung, steifen Nacken. Das finde ich ja besonders mysteriös, dass Flugzeuge beobachten einen steifen Nacken hervorruft. Schlechtes Kurzzeitgedächtnis, Gliederschmerzen, Lungenentzündung, Schwindel, Durchfall, Asthma, Alzheimer, Herzstillstand. Es ist also sonnenklar, warum man sich in unserer Gesellschaft bei steigenden Abgaswerten, Fettleibigkeit und Medienkonsum zunehmend scheiße fühlt. Weil Chemtrails gesprüht werden. Ich meine, es müssen Chemtrails sein. Auf keinen Fall kann es irgendwie zusammenhängen mit der eigenen Lebensweise. Weil dann müsste man ja tatsächlich was ändern. Willkommen in der Welt der Sechsjährigen, wo alle Schuld haben, nur nicht ich. Nun ist man den Chemtrails aber nicht schutzlos ausgeliefert. Alles, was man braucht, um die modernste Militärtechnik aller Zeiten außer Gefecht zu setzen, findet man in jedem normalen Haushalt. Ich heiße euch willkommen zu einem kleinen Workshop mit Essig gegen Chemtrails. Ich habe hier mal einen Aufbau gemacht, einen Vaporisator, Essig drin, einen Ventilator. Ich stelle es mir unfassbar anstrengend vor, wenn ich mich in die Lage eines Chemtrail-Gläubigen hineinversetze, der ständig mit der Angst leben muss, dass er gerade besprüht wird. Ist das für die Leute nicht wirklich auch so ein permanentes Unterdrucksein? Absolut. Also wir können generell festhalten, jeder der Gläubigen lebt in Angst. Dafür braucht er dann ja das Set an Verhaltensregeln, das ihn dann vor dem Untergang rettet. Aber generell haben solche Menschen erst einmal Angst, mit der sie durchs Leben gehen. So albern die Hirngespinste und angeblichen Gegenmittel der Chemtrail-Gläubigen auch sein mögen. Mich interessiert, ob Wettermanipulation theoretisch überhaupt möglich ist. Ich mache mich auf den Weg in die Schweiz, genauer gesagt nach Sattel, wo die Schweiz so aussieht, wie man sie sich als Deutscher eben vorstellt. Hier habe ich eine Verabredung. Nächstes Mal. Ich treffe mich hier mit einem ausgewiesenen Fachmann in Sachen Wetter, Jörg Kachelmann. Sie hier? Ja, hallo. Dreik Anders aus Berlin. Ja, schönen guten Tag. Ich freue mich, dass Sie Zeit haben. Danke. Ich bin hier, um mit Ihnen über Weltverschwörungen, Chemtrails und allerlei Unsinn zu quatschen. Haben Sie kurz Zeit, dass wir im Moment uns vielleicht das Wetter anschauen, so ein paar Sachen mal klären? Wer das der Sache dient. Hoffe ich doch. Würde mich freuen. This is the end. Beautiful friend. Kachelmann hat zum Thema Chemtrails eine klare Meinung. Was für Leute sind anfällig für Chemtrail-Verschwörungen? Generell solche, die es in ihrem Leben nicht leicht haben, die keine gute Schulbildung haben, die nicht die hellsten Kerzen auf der Torte sind, die nicht die knusprigsten Chips in der Tüte sind, die denken, dass die Welt generell eine böse ist, vor allem die noch... Zugegeben, Beziehungstipps würde ich mir von jemand anderem holen, aber der Mann hat Ahnung von Spinnern. Das muss man ihm lassen. Die nicht alle Latten am Zaun haben, die, es kommt eine Punchline nach der nächsten. Mal so gefragt, gehen wir mal einen Moment davon aus, dass es
tatsächlich eine große Weltverschwörung gäbe. Nein. Ja, okay, nein. Aber nein. Sagen wir, na, ja. Aber was bräuchte man theoretisch gesehen, um Wettermanipulation und Geoengineering auf so einer Skala durchzuführen? Das weiß ich nicht, wie ich das hinkriegen kann. Das Einzige, was geht mit dem Silberjodid, man nimmt eine Wolke, die so gerade kurz davor ist, regnen zu wollen. Sie sagen, I think I can. Und sie regnet fast, aber sie hat es noch nicht geschafft. Dann kann Silberjodid helfen, sozusagen, sie über den Jordan im positiven Sinne zu bringen, dass sie dann früher regnet. Oder dass sie es gerade schafft, oben zu vereisen und dann auch wirklich auszuregnen. Ich meine, ich würde jetzt auch mir wünschen, dass dieser 8/8 Stratocumulus jetzt hier weg ist und die Sonne auf uns scheinen möge. Aber ich wüsste nicht, wie es hinzukriegen ist. Bei Chemtrail-Theoretikern herrscht ja die Meinung, dass das eben keine normalen Kondensstreifen sind, wie man sie seit Jahren kennt, sondern dass das alles komplett unnatürlich ist, wie lange das in der Luft bleibt und sowas hat es auch früher nicht gegeben. Nein, auf keinen Fall. Ja, es ist einfach alles Schwachsinn. Das sind ganz normale, hundsnormale Kondensstreifen. Ich habe ja das mit dem Wetter, seit ich 10 Jahre alt bin, mache ich Wetterbeobachtung. Es war zuerst mein Hobby, war immer meine Leidenschaft. Ich weiß, dass sie immer gleich aussahen. Ich weiß das. Ich weiß, wie Kondensstreifen sind. Und es gibt noch viel ältere Fotos aus den 40ern, wo die ganzen Militärflugzeuge sind. Es sah immer so aus, es ging immer so weg. Es ist alles ganz normal. Bei diesen ganzen Verschwörungstheorien, wie viel ist davon vielleicht einfach kindliche Faszination für zuerst nicht erklärbare Phänomene und wie viel ist tatsächlich schon arglistige Täuschung, die irgendwelche Leute auf eine gewisse Agenda bringen sollen? Ich sehe da nichts Kindliches und nichts Harmloses drin. Ich meine, ich habe schon fast alle Morddrohungen, die ich in meinem Leben erhalten habe, sind von diesen Chemtrail-Leuten. Und ich sehe das, wenn ich heute gefragt würde, was ist meine wahrscheinlichste Möglichkeit zu sterben, ist sicher altersspezifisch, kommt immer mehr langsam ins Blickfeld, aber auch, dass irgendein Wahnsinniger kommt und eben das macht, was man mit der Kölner Oberbürgermeisterin oder so machen. Weil diese Leute glauben wirklich daran, dass sie eine Mission hätten, eben die Welt von solchen Menschen wie mir zu befreien, die eben aktiv daran kämpfen, gegen diesen Verschwörungsschwachsinn. Chemtrails können anscheinend wirklich gefährlich werden. Vor allem, wenn man nicht dran glaubt. Zurück in Berlin treffe ich mich mit Julia Silberberger. Auch sie glaubt nicht an Flugzeuge, die Chemie versprühen. Sie hat aber dennoch unfreiwillig mehr damit zu tun, als ihr lieb ist. Es wird offenbar gerade gesprüht. Ja. Was sehe ich da? Chemtrails. Tatsächlich sehen wir jetzt hier Kondensstreifen. Okay. Ist ja super Wetter heute, strahlender Sonnenschein, nicht viel Luftfeuchtigkeit oben im Himmel. Deswegen, die Luft kann die Feuchtigkeit sehr schnell wieder aufnehmen, daher verschwindet der Kondensstreifen auch recht schnell wieder. Ja, entweder das oder sie haben einfach dazugelernt. Oder sie haben einfach dazugelernt. Vielleicht ist das einfach auch der neue Stoff, der jetzt auf den Markt gebracht wurde. Das Thema begleitet sie inzwischen seit einigen Jahren. Julias Mutter ist glühende Anhängerin von Verschwörungstheorien. Die Angst vor Chemtrails war bei ihr besonders ausgeprägt und oft Streitpunkt zwischen Mutter und Tochter. Seit wann existiert bei deiner Mutter so diese Faszination für solche Theorien? Und ich glaube schon immer. Das ist schon immer. Ich bin ja auch in einer christlich-fundamentalistischen Sekte aufgewachsen. Und bei meiner Mutter war das wohl auch so, dass sie ihr ganzes Leben auf der Suche nach einem sicheren Hafen war, in dem sie ihre Identität wiederfinden kann, wo sie sich angenommen fühlt, wo sie ein Sicherheitsempfinden auch generieren kann, wo sie komplexe Strukturen simplifiziert wahrnehmen kann, Gründe sucht, ein Verständnis sucht, dass Dinge einfach so passieren, wie sie passiert sind. Ja. Die Familiengeschichte der Silberberger stammt nicht gerade aus einem Bilderbuch. Als Julia noch ein Kind war, geriet ihre Mutter in die Arme einer radikal-christlichen Sekte. Ihre Tochter zog sie mit hinein. Nachdem sich Julia aus den Fängen der Sekte lösen konnte, gelang auch ihrer Mutter der Ausstieg. Nur, um sich wenig später in Verschwörungstheorien zu verstricken. Ein sehr wichtiger Punkt in meiner Entwicklung war, wo ich dann zum Skeptiker wurde, war, als sie mir eine E-Mail schrieb und mir einen Link anhing und sagt, ich kann das am Telefon nicht sagen, weil wir abgehört werden, aber google mal nach psychophysischem Terror e.V. Und dann fing ich an, nach psychophysischem Terror e.V. zu googeln, habe die Hände beim Kopf zusammengeschlagen, was ich da gefunden habe, Mikrowellenkontrolle, Gedankenkontrolle und so weiter und so fort. Ich habe sie dann zum Arzt geschickt, weil da halt eben was Körperliches dahinter stand, körperliche Symptome, die halt, wo sie gesagt hat, es könnte eventuell sein, dass da mit Mikrowellenstrahlung gearbeitet wird, deswegen habe ich so ein Brummen im Ohr. Und mein Pech, es war wieder absolutes Pech, dass sie eine Ärztin geraten ist, die an Chemtrails glaubt
und ihr sagte, ja, das ist wahrscheinlich Harp und Chemtrails und Morgellons und damit war es verloren. Dann war es vorbei. Gibt es Menschen, die für Verschwörungstheorien besonders anfällig sind? Das kann man ganz klar bejahen. Es gibt Studien, die zeigen, dass Menschen mit einem bestimmten Persönlichkeitsschema besonders anfällig sind. Und wir wissen, wenn wirtschaftlich, politisch unruhige Zeiten herrschen, dann ist der Glaube an Verschwörungstheorien ausgeprägter. In meiner eigenen Doktorarbeit kann ich 5 Faktoren benennen, die zeigen, dass jemand hochverschwörungsgläubig ist, wenn das zusammenfällt. Man kann sich das so vorstellen wie so ein Pentagon. Und jede dieser Ecken ist ein Merkmal, das eine besonders verschwörungstheoretische Person auszeichnet. Da haben wir zum einen, sie ist weiblich. Wir haben, sie ist extremistisch. Sie ist gläubig. Sie hat eine niedrige Bildung. Und sie hat ein niedriges Einkommen. Und der Zusammenhang ist zwar nicht ganz stark, aber wir können schon sagen, dass Personen, die hoch an Verschwörungstheorien glauben, dass die eine erhöhte Wahrscheinlichkeit haben, mehrere dieser Merkmale aufzuweisen. Bei Extremismus und Gläubigkeit ist es so, dass wir gut sagen können, wenn eine Person extremistisch ist oder gläubig, dann ist die Wahrscheinlichkeit deutlich erhöht, dass sie auch Verschwörungstheorien glauben wird. Die anderen Sachen sind dann eher nachrangig. Die Ähnlichkeiten zwischen radikalem Glauben und Verschwörungstheorien konnte Julia bei ihrer Mutter aus erster Hand erleben. Ich erkenne da ein Elitedenken, man ist aufgewacht, man selbst hat die Wahrheit, die anderen Leute haben die Wahrheit nicht. Es wird ein dualistisches Weltbild gepflegt und sehr stark simplifiziert, in Gut und in Böse kategorisiert. Es gibt sehr wenig, also bis gar keine Zwischengraustufen, es gibt wirklich nur Schwarz und Weiß. Es muss eine enorme Belastung sein, wenn ein Angehöriger an Verschwörungstheorien glaubt, wenn man sich buchstäblich nicht mal mehr übers Wetter unterhalten kann. Ein naher Mensch wird langsam fremd. Um ihre eigene Geschichte zu verarbeiten, hat Julia das Online-Projekt Der Goldene Aluhut gegründet, das sich mit Verschwörungstheorien aller Art befasst. Die Aufbereitung mag humorvoll sein, der Hintergrund ist aber durchaus ernst, denn Julia will mit dem Goldenen Aluhut auch eine Anlaufstelle für Aussteiger und Angehörige bieten. Für viele ist das einfach auch ein Ende. Sie verlieren ihr soziales Umfeld, ihre Subkultur, die sie sich geschaffen haben und in die sie hineingeboren wurden. Und ich habe ja auch Freunde verloren. Freunde von mir haben sich suizidiert, weil sie es nicht ertragen haben und weil sie ausgestoßen wurden von ihrer Familie. Ihre Freunde haben sie verstoßen, die dann immer noch in der Sekte oder in der Verschwörungstheorie oder was auch immer drin sind. Und für viele bricht da einfach das komplette soziale Umfeld zusammen. Verschwörungstheorien sind also deutlich weniger lustig, als sie auf den ersten Blick erscheinen. Nur damit wir uns nicht missverstehen, wenn ich von Verschwörungstheoretikern spreche, heißt das nicht, dass ich möchte, dass wir alle total unkritisch sind. Im Gegenteil, es gibt sehr gute Gründe, zum Beispiel beim NSU-Komplex zu hinterfragen, ob beim Verfassungsschutz alles sauber lief. Und wie umfangreich US-Geheimdienste die Welt ausspionieren, war lange unklar, bevor jemand wie Edward Snowden kam und die Beweise lieferte. Was mich aber aufregt, sind Leute, denen Beweise egal sind, die nicht einmal von ihrer Theorie abrücken, wenn sie erwiesenermaßen falsch ist. Zum Beispiel die sogenannten Reichsbürger. Kaum eine Theorie ruft so konsequent zu Straftaten auf und bietet ähnlich viel Raum, sich komplett von der Realität abzukapseln. Wir gehören zur Firma Bundesrepublik Deutschland, weil wir Idioten uns haben dazu machen lassen. Und von der scheiß Firma, wo ich seit 35 Jahren Personal bin, habe ich noch nie einen Cent gesehen. Reichsbürger sind der Überzeugung, dass die Bundesrepublik nur ein Lügenkonstrukt ist und dass wir in Wahrheit noch im Deutschen Reich leben. In ihren Augen ist Deutschland nur eine Firma, alle Beamten sind Kriminelle und Polen gehört eigentlich noch uns. Für Reichsbürger existieren keine Ämter, keine Gerichte, keine Parlamente und keine Polizei. Wow, so viel Freiheit! Was man nicht alles für wertvolle Sachen tun kann, jetzt da man nicht mehr an die leidigen Fesseln des Systems gebunden ist. Zum Beispiel sich weigern, Steuern zu bezahlen. Denn auch wenn man selbst zum Beispiel sehr gern steuerfinanzierte Annehmlichkeiten wie Krankenhäuser, Feuerwehren, Straßen, Brücken, Theater und so weiter benutzt, aber das soll mal schön die anderen Idioten beratten. Denn man selber ist unabhängig, auch wenn man jeden verdammten Tag Dinge benutzt, die andere für einen bezahlen.
Manche Reichsbürger bestehen auch auf ihr Recht, als souveräne Deutsche gefälligst straffrei auf Behindertenparkplätzen stehen zu dürfen. Da wird man ja wohl noch parken dürfen. Und dann hat man natürlich noch die Spezialisten, die am Wagen ihr Kennzeichen umdrehen. Um zu zeigen, dass sie Rebellen sind und mit den Behörden nichts zu tun haben möchten. Kleiner Hinweis am Rande. Es gibt, glaube ich, kaum einen schnelleren Weg, mit den Behörden in Kontakt zu kommen, als für jeden Bullen sichtbar sein verdammtes Nummernschild auf den Kopf zu stellen. Ich meine, genauso gut könntest du da auch einen riesigen Sticker auf die Heckscheibe deines Wagens kleben, auf dem steht, die Leiche ist im Kofferraum. Alles, was die Bundesrepublik ausmacht, ist also laut den Reichsbürgern nur eine künstlich geschaffene Illusion. Eine Fessel der Siegermächte. Im Bundestag sitzen keine Abgeordneten, sondern Angestellte, die die BRD GmbH verwalten und ihre Befehle aus Washington bekommen. Geschäftsführerin dieser Firma ist Angela Merkel. Der Staat Deutschland ist nur eine große Inszenierung, eine perfide Lüge, um das deutsche Volk klein zu halten. Der unschlagbare Vorteil, wenn man so eine Theorie aufstellt, sie klingt viel spannender als die langweilige Realität. Ich mache mich auf den Weg, um Hintergründe zu erfahren. So, nun hat es mich also von der Reichstagswiese in Berlin nach Delmenhorst verschlagen. Eine Kleinstadt in Niedersachsen, in der es etwas Besonderes gibt. Delmenhorst ist eine 74.000 Einwohnerstadt vor den Toren Bremens. Eine Provinzstadt wie viele andere. Trotzdem ist hier ein Ort, der für einige Reichsbürger von besonderer Bedeutung ist. Das Restaurant hinter mir ist etwas Besonderes. Und zwar nicht nur, weil es das einzige Restaurant ist, das ich kenne, das indische Spezialitäten aus Italien anbietet, sondern auch, weil es in der globalen Politik eine Sonderposition einnimmt. Welche das genau ist, darauf kann ich jetzt noch nicht eingehen, aber ich verspreche, ich komme später noch mal drauf zurück. Ich bin mit zwei Reichsbürgern verabredet. Ein Ehepaar hat sich bereit erklärt, mich über den, aus ihrer Sicht, tatsächlichen Zustand Deutschlands aufzuklären. Ich bin neugierig, was mich erwartet. Wir sind Reichs- und Staatsangehörige des Deutschen Reiches. Das liegt daran, dass wir unseren Personenausweis erworben haben. Das liegt ja schon im Namen, Personenausweis für eine Person. Und da gibt es halt große Probleme in dem Personalausweis. Wenn man Personal ist, dann ist man eine juristische Person, die haftbar zu machen ist. Personal, angestelltes Personal. Da steht ja unter Staatsangehörig ganz, ganz klar Deutsch. Man kann ja nicht sagen, wir leben in Deutsch. Deutsch, das ist eine Volkszugehörigkeit. Und da müsste wenigstens Deutschland stehen oder Bundesrepublik Deutschland. Nur jetzt als Beispiel. Ne? Ich habe so einen Ausweis noch nie gesehen. Also ich weiß, dass es sowas gibt. Ach so, perfekt. Das würde mich wirklich mal interessieren. Ja. Wo kann man sowas beantragen? Oder wenn man interessiert ist, wo kriegt man sowas her? Beim Reichsamt des Innern. Für so einen Reichsausweis zahlt man 30 Euro. Wer will, kann sich auch mit weiteren Dokumenten eindecken. Zum Beispiel der Reichsfahrerlaubnis oder dem Reichspresseausweis. Natürlich wird keines dieser Dokumente von irgendeiner nationalen oder internationalen Behörde anerkannt. Okay. Und das ist dann das der. Das ist der Personenausweis. Das ist der richtige. Das ist der feine Unterschied an den ganzen. Okay. Ich weiß noch, auf den alten war, das haben wir uns in der Schule immer erzählt, von wegen, da gibt es dann irgendwie den Teufel auf der Rückseite bei dem Personalausweis. Das war bei dem alten. Ist das eigentlich so ein grafischer Zufall gewesen? Oder? Nee, das ist kein Zufall. Also. Okay. Nee, das soll schon so sein. Warum sollte man den Teufel auf den Personalausweis? Das ist drucken? Nicht der Teufel. Das ist nicht der Teufel. Das ist eine Figur. Das ist Baphomet. Also es ist jetzt nicht der leibhaftige Gehörnte da, aber es ist halt ein einschlägiges Symbol, was man gewissen Geheimbünden oder auch anderen Organisationen zuordnen kann. Okay, aber wie kommt dann dieses Geheimbundzeichen auf einen Personalausweis? Das ist ja jetzt die große Frage. Ne? Darum geht es ja eigentlich in der Welt, worum wir leben, ne? In diesem gegebenen System. Ich fasse das mal zusammen. Es gibt eine winzige Elite von bösartigen Menschen, die Deutschland unterjochen will. Diese Leute setzen alles daran, ihre grausamen Pläne im Geheimen zu halten. Geheime Treffen, geheime Zahlungen, geheime Hauptquartiere.
Aber am Ende drucken sie fett Dämonenlogos auf deinen Ausweis und nennen ihn statt Personen Personalausweis, um aller Welt öffentlich zu zeigen, dass sie deine Herren sind. Was sie eigentlich geheim halten wollten, weil... Und an der Stelle komme ich nicht mehr mit. Tschüss, Logik! Was natürlich auch so ein Dokument ist, was von vielen deutschen Ämtern wahrscheinlich eher kritisch begutachtet wird, sind die Urkunden, die ihr da an der Wand habt. Vielleicht könnt ihr mir dazu ganz kurz was sagen, was da an der Wand hängt und was die aussagen. Also das ist die Reichs- und Staatsangehörigkeitsausweis-Urkunde, dass man halt Deutscher ist. War das deine oder ihre Idee, die Sachen einzurahmen? Ich habe das gemacht. Ja. Aber was hat dich dazu verleitet, sage ich mal, dann die Sachen noch wirklich dann einzurahmen und auch im Zimmer zu haben? Das gehört zu uns. Ne? Es ist halt, ja, wir leben danach und so versuchen es zumindest, soweit man uns lässt. René, der als Tiertrainer arbeitet, und seine Frau wohnen in direkter Nachbarschaft des besagten indischen Italieners. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob die Besitzer des Restaurants wissen, dass sie in ihrer Raucherlounge ein Parlament betreiben. Aber hier finden die Treffen des Volksbundesrates statt. So, dann sind wir hier also in den heiligen Hallen des Volksbundesrates. Hier haben wir die Tagungen durchgeführt, ja. Okay. Aber die finden auch immer je nach Menschenmenge auch woanders statt. Also. Wie viele waren beim letzten Mal dabei? Roundabout 50 Leute. Bist du selbst denn auch Delegierter? Gibt es auch so einen Zuständigkeitsbereich? Oder? Ja, ich bin Schriftführer. Also ich schreibe das dann auf und was jetzt, wie viele Leute gestimmt haben. Und das ist jetzt gerade so meine Aufgabe. Und, ja. Besteht denn seitens der Tagungsteilnehmer manchmal auch ein bisschen der Wunsch, dass man es vielleicht auch wieder tatsächlich in den Reichstag schaffen könnte? Ja, natürlich. Das ist ja eigentlich sozusagen die Pflicht. Die sitzen da jetzt drinne, klammern sich da sozusagen diktatorisch drin fest. Und die Leute, die sich anmaßen, dort politisch zu sprechen oder zu sagen, ich bin jetzt hier im Reichstag und mach hier was, die gehören da gar nicht hin. Was mir noch verrückter vorkommt als ihre Aussagen: René und seine Frau Jana wirken auf mich wie die nettesten Menschen der Welt. Leute, denen du im Urlaub deine Schlüssel geben könntest, damit sie deine Blumen gießen. Auf dem Weg zurück nach Berlin habe ich einiges, über das ich nachdenken muss. Ich kann mir nicht vorstellen, wie sie in diese Fantasiewelt hineingeraten sind, in der alles eine Bedrohung ist. Was bringt René und Jana dazu, auf die Behauptungen im Netz so stark anzuspringen? Innerlich treibt alle Verschwörungstheoretiker der Wunsch an, eine für sie zu komplexe Welt einfacher zu machen und nicht mehr zu den Verlierern zu gehören. Und genau das tun sie. Sie haben viele unterschiedliche Beobachtungen, die auch teilweise richtig sind, die sie aber dann unter ein völlig vereinfachendes Dach stecken und für sich so eine Erlösungsidee mitnehmen, was sie jetzt machen können, um eben nicht von dieser düsteren Verschwörung, die gegen sie wirkt, betroffen zu sein. Wie soll der Staat, die Gesellschaft mit Reichsbürgern umgehen? Ich treffe mich mit der Bundestagsabgeordneten Irene Mihalic, innenpolitische Sprecherin der Grünen. Hatten Sie jemals einen Moment, wo Sie jemand in großer Breite erklärt hat, warum Sie überhaupt behördlich gar nicht legitimiert sind, irgendwelche Entscheidungen zu treffen, und da saßen und gedacht haben, vielleicht hat er doch recht? Also ich bin weit davon entfernt, solchen Menschen Recht zu geben. Also, aber das sind natürlich solche Dinge, die einem da natürlich auch begegnen, klar. Ne? Dass man eben nicht legitimiert ist. Aber gut, das muss man halt eben dann entsprechend einordnen und dann halt eben auf die Art und Weise damit umgehen. Es ist natürlich immer ziemlich leicht im ersten Moment, sich über solche Theoretiker lustig zu machen und das alles ein bisschen humoristisch auseinanderzupflücken. Auf der anderen Seite, sehen Sie da auch, dass eine ernsthafte Gefahr bestehen könnte, die von solchen Leuten ausgeht? Man muss halt eben schauen, was ist jetzt ganz konkret ernst zu nehmen, wo steckt vielleicht mehr hinter. Also zum Beispiel, wenn wir heute rechtsextremistische Bewegungen haben, ja, also die deutschen Sicherheitsbehörden ablehnen, weil sie halt eben auch den deutschen Staat repräsentieren, dann ziehen diese rechtsextremistischen, gewaltbereiten Bewegungen halt eben häufig ihren ideologischen Nährboden aus der Reichsbürgerbewegung. Und das macht es halt eben für uns auch zu einem Sicherheitsproblem. Für die Reichsbürger gilt, wie bei vielen Verschwörungstheorien, egal wie lächerlich die Thesen für Außenstehende auch sein mögen, für ihre Anhänger sind sie Fakt.
Ich mache mich erneut auf den Weg zu Julia Silberberger. Sie und ihr Team verleihen zum ersten Mal einen Preis für die herausragenden Figuren der Verschwörungsszene. Den goldenen Aluhut. Der hätte doch ruhig mal in Alufolie sein können. Der goldene Aluhut ist sowas wie der Oscar für Verschwörungstrottel. Eine Gala der etwas anderen Art. Wie sieht das sehr geheim aus? Voll Milch! Hey. Hallo! Was treibt ihr da? Und das ist ein wunderschöner Hügel. Ja, wir können auch aus der Flugscheibe gehen. Aus der Flugscheibe? Okay, hast du nicht gesehen? Die Flugscheibe, die Julia und ihr Team gebastelt haben, ist zumindest deutlich realer als die Flugscheiben, von denen der verstorbene Verschwörungsguru Dr. Axel Stoll fantasiert hat. Seit Sonntag habe ich da dran gebastelt. Mit eisernem Kreuz oder was? Ja, natürlich, mit 2015. Okay. Und mit Nieten. Was ist das da für ein Symbol neben dem L? WLAN. WLAN. Ach so. Das sieht halt spooky aus. Julia betreibt den goldenen Aluhut mittlerweile professionell. Die Siegerin im Bereich Chemtrails heißt an diesem Abend übrigens Ria Den Breen. Wir haben uns die ausgesucht mit YouTube-Kanälen, die Publizierenden, diejenigen, die in der Öffentlichkeit auftreten, die Redner, also die Trailer der Szene. Und da konnte dann die Userschaft 4 Wochen lang abstimmen, wer denn der Bekloppteste in seiner Kategorie ist. Das haben wir gemacht und jetzt gibt es die Preisvergabe. Was meinst du, wie geschmeichelt sind die Nominierten? Gar nicht. Okay. Überhaupt nicht. Die empören sich. Echt? Gibt es schon Rückmeldungen, dass die euch drohen oder irgendwas machen? Ja, es gab wüste Beschimpfungen und Beleidigungen in Kommentarspalten, wenn sie uns irgendwo gefunden haben bei Facebook. Es gab E-Mails an die Presse, man fordert eine Gegendarstellung, man ist ja gar kein Verrückter. Und die meisten haben uns aber ehrlich gesagt ignoriert. Die haben nicht mal auf die persönliche Einladung reagiert, was ich total schade finde. Auf persönliche Einladung von Julia werde ich bei der Verleihung des goldenen Aluhuts auftreten. Für die Gäste habe ich mir etwas Besonderes ausgedacht. Dazu fehlt mir nur noch ein bisschen Requisite. Pink! Sehr gut. Den Hut habe ich also. Ein wichtiges Detail brauche ich aber noch. Alufolie. Der Aluhut ist die Ikone der Verschwörungstheorien. Ursprünglich von Paranoiden als vermeintliche Abwehr gegen Bestrahlung erdacht, steht er mittlerweile stellvertretend für Verschwörungstheorien aller Art und bekommt auch heute die Rolle, die ihm zusteht. So, ich habe jetzt einen kleinen Saustall hier veranstaltet, aber das macht nichts, denn ich bin jetzt auf jeden Fall fertig und der Plan sieht folgendermaßen aus. Ich werde mit diesem Hut gefüllt mit Schuldigen der ganzen Weltmisere rumgehen und die Leute werden einfach einen Zettel ziehen. Ich mache das mal vor, in dem Fall sind es Flüchtlinge. Und dann gibt es eine Karte, die man zieht, die sagt, was diese schlimmen Leute machen. Hier steht Flüchtlinge kontrollieren. Ich ziehe einen zweiten Zettel, den letzten Zettel. Die Grünen. Und ich werde dann versuchen, als neuer Stern am Verschwörungshimmel diese Theorie so flammend wie möglich zu vertreten und sie davon zu überzeugen, dass sie wahr ist, um zu sehen, ob ich das Zeug zum Verschwörungsstar habe. Flüchtlinge besprühen. Bezahltes System, Trolle der BRD GmbH. Okay, Flüchtlinge besprühen, bezahltes System, Trolle der BRD GmbH deshalb, weil bezahlte BRD-Systemtrolle natürlich Deutsche sind und Flüchtlinge hassen Deutsche. Es leuchtet mir zwar nur wenig ein. Oh nein. Die Medien sind in Wahrheit. Die Juden. Die Medien sind in Wahrheit die Juden. Flüchtlinge bewaffnen Homosexuelle. Angela Merkel und Sigmar Gabriel kontrollieren Antifa-Schläger. Antifa-Schläger arbeiten für Flüchtlinge. Na also. In dem Sinne kann man durchaus sagen, dass die Antifa-Schläger nicht nur bezahlte Menschen sind, dass sie ja sowieso sind, aber das weiß ja jeder. Von den Flüchtlingen bezahlt. Und deshalb ist es natürlich auch so, dass die Flüchtlinge immer so scheiß arm sind, weil sie alle ihr Geld schon den Antifa-Schlägern gegeben haben, um ihre Interessen durchzuboxen. Im Programm wird so ziemlich jedes Verschwörer-Klischee durch den Kakao gezogen. Gravitation gibt's für sie auch nicht. Die Zuschauer amüsieren sich jedenfalls prächtig. Und Julia und ihr Team wollen die Verleihung des goldenen Aluhutes im nächsten Jahr fortsetzen. Ich spiele mein Spiel auch auf der Bühne.
Aber das passt natürlich, die Medien. Das ist natürlich wieder genau meins. Arbeiten für Außerirdische. Das ist doch hier schon. Das ist eigentlich schon wieder die Oberverschwörung, dass ich genau diese Dinger hier ziehe. Da bräuchte doch eigentlich gar nicht mehr viel erklären. Nachdem ich so viel Medienresonanz die letzte Zeit hatte, hat sich da ja sowieso schon die Verschwörungstheorie entwickelt, dass diese ganzen Medienvertreter, die jetzt hier unten sitzen, von dem Pentagon, von den USA, von den Reptiloiden oder wem auch immer darauf angesetzt wurden, über den goldenen Aluhut zu berichten, um die Wahrheitsbewegung in Deutschland zu torpedieren. Das ist kein Witz. Total egal, ob nun die Grünen die Homosexuellen bezahlen, Reptilien-Aliens Homosexuelle bezahlen oder doch die Juden den Reichstag kontrollieren, Verschwörungstheorien sind so austauschbar wie überflüssig. Am Ende steht immer der übermächtige Feind, eine diffuse Bedrohung, die unsere Welt schlechter machen will. Die Angst der Verschwörungstheoretiker hat beinahe religiösen Charakter. Sie können nicht beweisen, dass die Bedrohung existiert, aber sie wissen, dass sie da ist. Das Tragische daran, unsere Welt ist so voll mit echten Problemen, dass ich nicht verstehe, warum man sich noch neue dazu erfinden muss. Während Leute nach versteckten Dreiecken und Zahlencodes suchen, um die Illuminaten auffliegen zu lassen, beuten reale Konzerne vor unseren Augen Arbeiter und Umwelt aus. Während Wutbürger sich über die angebliche Lügenpresse aufregen, glauben sie ungeprüft jeden noch so abstrusen Unsinn, nur weil es jemand auf Facebook geteilt hat. Und bei Politikern sollten wir nicht deshalb genauer hinsehen, weil sie Marionetten der Juden sein könnten.